Münster in Westfalen. Hier im begehrten Kreuzviertel hat die Familie Witt ein Reihenmittelhaus aus den 30er Jahren komplett modernisiert. Schwerpunkte waren eine architektonisch durchdachte Sanierung, eine gute Dämmung unter Beibehaltung des historischen Erscheinungsbildes und eine Holzpelletheizung mit kluger Pelletlagerung. Ja, unser Traum war es, ein Haus aus den 30er oder 50er Jahren seinem Ursprung entsprechend beizuhalten in der Optik, aber energietechnisch auf dem neuesten Stand zu sein. 5 Köpfe zählt die Familie Witt. So herrscht im Haus auf allen Etagen reges Treiben. Grundlage der Modernisierung war eine gründliche Wärmedämmung. Die Außenwände sind mit 14 cm Hartschaum gedämmt. Das Dach wurde mit 22 cm mineralischer Dämmung versehen. Ein besonderes Highlight des Hauses sind die Fenster und die Haustür. Bei den Fenstern haben wir uns von den Originalplänen des Architekten aus dem Jahr 33 leiten lassen und haben sie als Sprossenfenster in Holzversion herstellen lassen, um so auch wieder den Charakter des Hauses zu bewahren. Trotz des historischen Erscheinungsbildes bieten die Fenster mit einem U-Wert von 1,3 eine hervorragende Wärmedämmung. Liebevoll nachgebildet ist auch die Haustür, welche aber höchste Ansprüche an Sicherheit und Dämmung erfüllt. Durch die Wärmedämmung spart Familie Witt bei der Beheizung des Hauses bis zu 70% Energie. Den somit stark verringerten Energiebedarf deckt der moderne Holzpellet-Heizkessel. Der konnte entsprechend kompakt ausfallen und passte problemlos in den kleinen Kellerraum des 75 Jahre alten Reihenhauses. Die Holzpellets lagern versteckt unter der Kellertreppe, eine ideale Lösung für das beschränkte Raumangebot. Einmal im Jahr befüllt ein Tankwagen den Vorratsraum mit 2,5 Tonnen Holzpellets. Während des Brennbetriebs transportiert ein Saugrohr die Pellets automatisch zum Heizkessel. Hier verbrennen die Holzpellets sehr effizient und nahezu rückstandslos. Das erwärmte Wasser wird weitergeleitet an einen Kombipufferspeicher für Brauch- und Heizungswasser. So ist immer ausreichend heißes Wasser für Dusche, Bad und Küche mit den angeschlossenen Haushaltsgeräten vorhanden. Moderne, an das Raumdesign angepasste Heizungen sorgen für eine behagliche Wärme in den Wohnräumen. Wir haben uns für energetische Maßnahmen entschlossen, um Kosten zu sparen, aber andererseits vor allen Dingen auch einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Und damit wollten wir auch einen Beitrag für die kommenden Generationen, sprich für unsere Kinder, leisten. Naja, okay, und bei wem hattet ihr Vertretung? Familie Witt fühlt sich wohl in ihrem neuen Zuhause und ist sich sicher, die Umstellung auf erneuerbare Energien lohnt sich, auch bei kleinen Häusern in der Stadt. Schön reden.